Äpfel! Kauft frische Äpfel! Nur 1500 Ariari! Okay, na schön. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Kleines Kerlchen. Jetzt dir. Seht ihr das? Nicht. Geht home. Aber Sally, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag hallo. Schaut. Niedlich. Hey, Sally. Hey, ja, mein Apfel gemopst. Man kann niemandem mehr trauen. Hey, weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund, Mann. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Hm, er hat recht. Das riecht gut. Ich muss mal durch. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Ich krieg. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sally. Ah. Hey, schau mal da. Das Fenster da drüben ist kaputt. Hey, Sally. Ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Oh Mann, da geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Okay, mal sehen, was wir hier haben. Wow, der ist ja viel besser in Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Na, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Das wäre was Neues. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Stimmt. Hm. Na, wollen wir wetten? Kreiszeichen. Hey, da ist der Löwe. Ah, und der Stier. Ja, vier Zeichen. Und vier Glocken da oben. Und die Dinger in der Mitte sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Mist. Was jetzt? Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Hey, Sam, wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück.
Und der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Gleich zurück. Oh, yeah. Ah. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Klar, vertrau mir. Wo habe ich das schon mal gehört? Löwe. Ich hatte mal was mit einer, lieber Löwe. Die hat nichts gebracht, Nate. Das ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Sam gehört? Oh, nee. Naja, dem geht's bestimmt gut. Vielleicht ist bloß ein Akku leer. Wassermann, durchweg nette Menschen. Geschafft. Zwei übrig, Junge. Also, wie steht's? Ugh.
Danke! Löwe ist offen! Okay, nur noch eine. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da hoch. Okay. Los geht's. Schnell weiter. Oh, oh, oh. Es hat Spaß gemacht. Wow, tolles Panorama. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam.
Okay, Sully, geschafft. Das wird richtig laut. Sully, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Dann muss ich sie wohl selbst läuten. Okay, los geht's. Sorry, ich mach das mit deinem Kopf. Du weißt wo? Verdammt nochmal. Hey, Sully. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Okay. Ja. Hey, schau! Die Münze! Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich! Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber! Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Sully. Bin ja weit voraus. Ja. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Tu, echte Komplizen. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd? Hier sind die Siegel von Avery und Tu. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Hey, sieh mal die Sterne. Wie die auf den anderen Siegeln von Avery und Tu im anderen Raum. Hey, du hast recht. Ach ja, Condent nannte man Einhand-Bill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternmuster.
Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Bonnie war ein Rotschopf. Ja. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. So. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Das hätten wir. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher. Globus, dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Aha. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Danke. Das gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Na. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. So. Thank you.
So. Okay. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Mist, was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Nummer eins. Oh, Sam hat geantwortet. Ah, siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Häme ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. Ja, Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt? Zwei. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Ich habe die Sterne, aber wer bist du? Und vier. Okay, ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. Zweimal. Und das Letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde. Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus quod licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht.
Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Prodeus Cord Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich hab grad noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam! Für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Rafe weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues. Sully. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon, hier lang. Entschuldigung. Verzeihung, excusez-moi. Wie lange dauert es wohl, bis Rafe hier ist? Tja, wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Sorry, Mann. Komm, hier runter, Nate. Nate, pass auf! Scheiße! Alle aus dem Weg! Hey, Jungs, singen wir! Oh, oh, hey!
Alles gut? Ja, gib Gas. Wie kommen wir zu Sam? Einfach immer nach unten. Genial. Nee, da sind noch mehr. Sams Turm steht am Fuß dieses Hügels. Festhalten. Fahr weiter runter. Aus dem Weg! Oh, 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 Vorsicht! Verdammt, schon wieder dieser Scheißmann! Ach, Mist! Achtung! Bitte überfahr jemanden! Sorry! Den Laster losstellen. Ich versuch's. Hey, die Wäsche war sauber. Dann waschen Sie alles, was da ist. Wir müssen weiter bergab. Was ist denn los, die Gieb? Festhalten! Wo zum Teufel fährst du lang? Du sagst es doch einfach bergab! Teufel nochmal! Mann, das war echt eine tolle Idee, ne? Willst du fahren? Nein, du machst das doch gut! Siehst du? Ich schaff! Die geben nicht auf! Okay, hier! Oh, halt, halt, halt! Alle, habt die Gangschaltung! Komm, los, weg hier! Okay. Los! Ich fahr dann mal hier durch! Vorweg! Was soll ich jetzt machen? Hey, die Treppe hoch! Los! Ray will uns wirklich loswerden. Ha, meinst du echt? Ja. Ich glaube, wir sind sie los. Hey, Nate. Ja? In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Liste wird länger. Ha. Wow, 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 Vorsicht! Echt jetzt? Das ist ein Geländewagen. Warum? Wir müssen weiter bergab. Okay, daran soll der Laster mal vorbeikommen. Oh, komm schon! Nach rechts, nach rechts! Warte! Keine Angst, ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das nicht! Heilige Scheiße! Sams Turm steht am Fuß dieses Hügels. Fahr weiter runter! Sam schafft's nicht, wenn wir da nicht runterkommen. Sams Turm steht am Fuß dieses Hügels. Fahr weiter runter! Wir sind fast da. Alter, Ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Festhalten. Was denkst du, was ich hier mache? Kommen wir zu ihm. Keine Ahnung. Folge einfach diesem Konvoi da. Mann, Mann. Haben wir langsam den Schläger auf uns gehetzt? Ja, wir leben noch. Also, wohl noch nicht. Ich weiß. Oh nein!
Baby weg. Come on.
Scheiße. Ja. Alles klar? Ja. Hey. Verschwinden wir. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es... jemals einen Malaysia-Job? Ich. Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder! Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst.
Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf hier nach. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen.